Willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch komplett, wie ihr das Motorrad zusammenbauen könnt. Und ja, da ich, als ich das aufgenommen habe, schon die ersten paar Teile hatte, zeige ich im Video nicht, wo man die findet. Denn man findet die hier unten, direkt daneben, findet man den Vergaser, den Akku und Zündkerzen findet man hier auf dem Weg bei den Autos. Oder auch zum Beispiel hier. Hier steht auch ein Auto. Und jetzt geht's weiter mit dem Luftfilter. Nämlich hier im MTE, da musste ich jetzt mal lange herausfinden, dass das Ding so heißt, soll man unter diesen Garagen lang, also unter den, sind hier die Garagen, irgendwo sind da Garagen und da soll man, wenn man die Quest aktiv hat, einen Luftfilter finden. Ne. Und hier ist er. Jawohl. Das gibt's ja gar nicht. Also nochmal zur Erklärung. Ihr seht hier auf der Karte, wo ich bin. A11. Hier unter da rein habe ich den gefunden. Für die zweite Mission des Motors braucht ihr Stahlrohre. Die findet man eigentlich in allen Abfällen da, die so manchmal rumliegen. Und ich gehe einfach hier oben zu den Ruinen und da werde ich die schon irgendwie finden. Jawohl. Und hier ist das nächste wichtige Teil drin, nämlich das hier. Ich weiß nicht, ob der Schraubenschlüssel auch wichtig ist. Ich nehme ihn einfach mal mit. Da sind Massen von da. Kann man diese Bauabfälle durchsuchen? Ja, in denen hier ist auch noch dieser Schlüssel für da unten. Den nehme ich auch mal mit. Kann man ja mal reingucken. Und hier sind halt überall Stahlrohre drin. So, neue Aufgabe. 13.000. Jawohl, hier ist der Scheiß. Und hier ist sogar eine Granate, Alter. Dann nimm gleich mit für den Heslon. Ja, stimmt, dann machen wir den auch gleich, ne? Ist das nicht sogar hier in der Gegend? Ey, das ist ja fast hier. Ja, also hier bei den Garagen, in der Garage habe ich den Benzintank gefunden. Bei ihm kauft ihr euch noch mindestens zwei Kanister. So, ihr müsst hier unten lang zum Radioteleskop und meidet diese Stadt. Da sind NPCs und die sind echt hardcore. Also ihr braucht den Trichter und einen Schlauch. Und natürlich die Kanister und den Schlauch findet man eigentlich überall in der Nähe. Bei diesen Kanistern kann man sich das normalerweise dann vollfüllen. Geht bei mir aber nicht, weil ich habe den Schlauch da vergessen. Also als nächstes kommt die beschissenste Aufgabe, nämlich der scheiß Kohlefilter. Und dafür braucht man Holzkohle, keine normale Kohle. Und ja, bei der Holzkohle ist nämlich das Problem, man braucht ein Feuer, das heißt man braucht Holz und man braucht Streichhölzer. Streichhölzer kann man sich hier in der Hauptregion bei den Bartypen kaufen. Sonst kann man sie leider nur finden. Also craftet man sich hier das Feuer. Man sollte immer in der Nähe bleiben, da es despawnen kann. Packt dort Holz rein. Und dann kommt Holzkohle raus. Dann kann man sich den Benzinfilter basteln. Ja gut, Plastikflaschen weiß jeder, Verbände kann man kaufen. Und dann hat man den Benzinfilter. Und wenn man das hat, muss man hier unten hinrennen. Hier kann man das Benzin als nächste Aufgabe filtern. Hier braucht ihr mindestens zwei quasi dreckige Benzintanks. 20 Kohle, aber Kohle, die ihr aus dem Bergbau geholt habt. Das heißt, ihr müsst einmal in den Bergbau und dann euch Kohle holen. Ja, Benzin, 20 Kohle und den Kohlefilter. Falls ihr gleich mehr filtern wollt, braucht ihr auch mehrere Filter, weil der Filter ist dann auch weg. Ja, und dann rennt man hier unten hin und hier kommt man nur hin, wenn man hier außen rum geht. Hier runter will ich den Teleporter benutzen, nach hier und dann hier hochrennen. Ja. Nachdem man die 30 Minuten gewartet hat, kann man sich nun den Kanister abholen. So. Nun sollen wir ihnen Räder besorgen. Ja, und für die Räder müssen wir tatsächlich den ganzen Weg wieder zurückgehen, denn die spawnen erst jetzt. Wir müssen hier nämlich wieder zum Strange Place. Hier wieder angekommen, sucht man dann den Teleporter hier. Da muss man nicht mal mehrmals reinrennen.
Oh, ein Glück. So. Jetzt sollten hier irgendwo Räder drin sein. Ja. Ach, ein Glück. Räder. Das ist gut. So, nun kann ich endlich mal die Aufgabe abschließen. 22.000 Erfahrung. Und ich bin Level 14. So. Also, ich kann mir jetzt hier für 200.000 Rechenpfennige ein Moped kaufen. was ich ihm zusammengebaut habe. Das ist echt dankbar. Also sau undankbar. Das ist... naja. War klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video.